Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Seit fast 9 Jahren fertigen wir mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs, perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Onward and upward! Der Schock war groß, als Nintendo es vor einiger Zeit offiziell machte. Charles Martinet, die legendäre Stimme hinter Super Mario, Luigi und Co., hört auf. Puh, da ist mal soeben ein Teil der kollektiven Kindheit dahin. Aber wie heißt es so schön? The show must go on. Und während Martinet Nintendo immerhin als Mario Ambassador erhalten bleiben wird, tritt nun ein namentlich bisher nicht bekannter Nachfolger in seine Fußstapfen. Es passt auf eine gewisse Weise sehr gut zu Super Mario Bros. Wonder, dass Mario darin ganz neu klingt. Denn ganz neu war bei Nintendo offensichtlich das Motto, mit dem man an die Entwicklung heranging. Super Mario Bros. Wonder ist ein 2D-Mario-Hüpfspiel. Klar. Und damit erfüllt es von Haus aus gewisse Erwartungen. Gleichzeitig bricht es aber mit zahlreichen Konventionen, welche die längste Zeit einfach als gegeben angesehen wurden. Das ist auch gut und richtig so. Nicht zuletzt aufgrund der New Super Mario Bros. Reihe. Der ist im Rahmen von 4 stilistisch und spielerisch einander extrem ähnlichen Spielen das Kunststück gelungen, vom als kreativ gefeierten Mario-Neustart zur Blaupause für faules Game Design zu degenerieren. Und dass Nintendo durchaus gewillt ist, scheinbar unumstößliche Grundpfeiler bei den diversen Marken des Konzerns einzureisen, bewiesen sie schon mehrmals eindrucksvoll. Zum Beispiel mit den immer sehr unterschiedlichen 3D-Marios und zuletzt mit Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Was also ist neu? Nun, um mit dem Offensichtlichen anzufangen. Nintendo hat sich endlich vom ungeliebten Look von New Super Mario Bros. Verabschiedet. Ersetzt wird der, nach Meinung vieler Fans, viel zu klinische Stil durch einen neuen, deutlich verspielteren, der die Hardware-Stärke der Switch-Konsole wesentlich besser nutzt. Das gilt für die Texturqualität, das Spiel mit Farben, vor allem aber für die Gestaltung der Figuren. Die strotzen nur so vor Charme und einzigartigen Animationen. Das hat man schon im ersten Trailer gesehen. Beim Anspielen offenbarten sich aber noch so viel mehr absolut zuckersüße Details. Das Flower Kingdom, in das es die Bande diesmal anstatt ins Pilzkönigreich verschlägt, wird wirklich wundervoll zum Leben erweckt. Gönnen sich Mario und Co. das neue Elefanten-Power-Up, so bedarf es für sie etwa einiger Mühe, in enge Röhren zu schlüpfen. Je nach Situation, je nach Kostüm, abhängig von viel zu vielen Aspekten, um sie hier aufzuzählen, reagieren die Pilzkönigreichler einzigartig und immer stimmig. Warum Super Mario Bros. Wonder so viel besser aussieht als New Super Mario Bros., obwohl es am Ende des Tages natürlich noch immer wie Mario aussieht, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Der Unterschied ist aber sofort offensichtlich, sobald man die beiden Titel nebeneinander sieht. Dass das Spiel auch in der Demo zu jeder Zeit butterweich lief, versteht sich von selbst. Nintendos Entwickler haben hier wieder einmal wahre Magie abgeliefert. Spielerisch ist Wonder da schon eine Spur klassischer, die Innovationen sind aber dennoch reichlich und sinnvoll. Das Grundprinzip ist wie immer, von einer Weltkarte aus geht es in diverse Levels, in den Levels selbst geht es darum, ans Ende und an die Zielfahne zu gelangen. Aber wo 2D Mario in den letzten Jahren furchtbar vorhersehbar war und selten mit ungewöhnlichen Ideen überraschte, reiht sich hier ein kreativer Moment an den nächsten. Erst einmal sind die Levels dem bisherigen Anschein nach deutlich mehr darauf ausgelegt, erkundet zu werden. Früher gab es im Normalfall 3 besondere Münzen pro Abschnitt zu finden, ein paar versteckte Areale und dann war es das auch schon wieder. Jetzt gilt es, 3 lila Hauptmünzen, zusätzlich aber auch weitere kleine lila Münzen zu entdecken. Und zumindest in der Demo fanden wir gefühlt noch wesentlich mehr Abzweigungen und geheime Bildschirme als bisher, über die man stolpern kann. Great job!
Dem Rechnung getragen wird durch den Verzicht auf ein althergebrachtes, aber am Ende des Tages auch aus der Zeit gefallenen Element. Time Limits sind Geschichte. Zum Glück! So hat man nicht mehr ständig die Uhr im Nacken, während man eigentlich einfach nur die Gestaltung eines Levels genießen will. Und auch die als Wonder bezeichneten ungewöhnlichen Levelveränderungen dienen potenziell als schöner Anreiz, in die Welten zurückzukehren und sie ein weiteres Mal zu erleben. Die löst man aus, indem man eine sogenannte Wonderflower berührt, woraufhin, nun ja, irgendwas passiert. In jedem Level gibt es eine solche Wonderflower und in jedem ist die Folge des Aufsammelns völlig einzigartig. Da fangen dann Röhren an, wie Raupen durch die Gegend zu kriechen, eine Herde putziger Wolkenschafe rast hinter einem her, ein riesiger Steinblock donnert in einer Höhle herab und droht, alles zu vernichten, was nicht bei drei aus dem Weg ist. Unverwundbarkeitssterne fallen vom Himmel und machen Mario und Konsorten kurzzeitig zu unaufhaltsamen Dampfwalzen. Das sind die Auswirkungen, die wir beim Anspielen zu sehen bekamen. Und sie folgen alle keiner Logik, die irgendwann für Routine sorgen könnte, sondern sind tatsächlich immer komplett neue Ideen. Gut so. Man muss die Wonder-Effekte eben nicht auslösen, wenn man nicht möchte. Dann erlebt man die Levels klassischer, aber wieder völlig anders, was für viel Langzeitmotivation sorgen dürfte. Die zweite spielerische Neuerung sind die diversen Power-Ups. Gut, das kennt man natürlich auch aus den vielen Vorgängern. Aber abseits der Feuerblume konnten wir bereits zwei sehr spaßige, frische Varianten ausprobieren und sind schon sehr gespannt, was da noch kommen mag. Power-Up Nummer 1 ist ein Bohrerhut, mit dem man sich in den Boden und in die Decke graben, wie ein Maulwurf darin herumdüsen und zudem harte Kristalle zerstören kann. Dadurch kommt man auch durch schmale Stellen, durch die die Spielfiguren sonst nie hindurch gelangen würden. Variante 2 stand im bisherigen Marketing stark im Mittelpunkt. Die vorhin erwähnte Elefantisierung. Als Dickhäuter rempeln Mario und seine Freunde, nicht nur Feinde und Flora, deutlich einfacher um. Sie können auch Wasser in ihren Rüsseln speichern und dann damit durch die Gegend spritzen. Ein schnuckeliges Detail, am Ende eines Levels wird man stets von einer Art Blumentoad begrüßt. Und hat man zu diesem Zeitpunkt noch Wasser in der Nase, kann man ihn gießen und seinen Kopf zum Blühen bringen. So nett die Idee ist, hätten wir uns gewünscht, dass es neben dem Elefanten und seinen wundervollen Animationen noch weitere tierische Verwandlungen ins Spiel geschafft hätten. Vielleicht sind wir ja vorschnell und es wird so sein. Wir vermuten aber, dass der Elefant, so ähnlich wie Katzen Mario in Super Mario 3D World, hier der große, aber eben auch alleinige Star bleiben wird. Und noch eine Neuerung. Die verschiedenen Spielfiguren in Super Mario Bros. Wonder steuern sich allesamt gleich, was eine große Veränderung im Vergleich zu den Vorgängern ist. Die Auswahl an Figuren ist groß, man wollte aber ein einheitliches Spielgefühl schaffen, egal für wen man sich entscheidet. Neben Mario und Luigi kann man noch mit Peach, Daisy, zwei Toads, Toadette, Yoshi in verschiedenen Farben und dem in New Super Mario Bros. U etablierten Nabbit ran. Gut, die Yoshis und Nabbit unterscheiden sich insofern, als man mit ihnen keinen Schaden nimmt und sie keine Power-Ups nutzen können. Sie sind also für Einsteiger gedacht. Aber Kontrollunterschiede gibt es eben nicht. Aber trotzdem können wir die Spielfiguren an unseren persönlichen Spielstil anpassen. Als Ersatz für figurenspezifische Talente hat es nämlich ein Badge-System ins Spiel geschafft. Diese Badges schaltet man im Laufe des Abenteuers in bestimmten Challenge-Levels frei. Anschließend lässt sich immer jeweils ein Badge auf einmal aktivieren. Wechseln kann man vor und nach Levels. Dank dieser Helferlein kann man dann zum Beispiel höher springen, einen erweiterten Wandsprung ausführen, nach einem Sprung durch die Luft segeln, unter Wasser eine Ram-Attacke absolvieren und mehr. Wobei in der Version, die wir spielten, nur eine Handvoll Badges in einer recht umfangreichen Liste freigeschaltet war. Hinzu kommen weitere, andersfarbige Badges, die wie die Yoshis und Nabbit dazu dienen, das Spielerlebnis auch Anfängern und jungen Spielern zugänglicher zu machen. Dank dieser Varianten startet man dann etwa immer mit einem Pilz für Notfälle im Inventar oder es werden mehr Blöcke in den Welten platziert, damit anspruchsvolle Passagen leichter geschafft werden können. Soweit, so sehr gut.
Und der Ansatz, Mario Wonder für so gut wie jeden Spielertypen zugänglich zu machen, ist ja durchaus unterstützenswert. Etwas zwiegespalten sind wir aber noch, denn um das Erlebnis leichter zu machen, wurde auch der Multiplayer umgestaltet. Nicht so dramatisch sind die Veränderungen im lokalen Mehrspieler. Da hüpft man, wie gewohnt, mit bis zu 3 Mitpilzkönigreichlein herum. Allerdings können die Figuren nicht mehr gegenseitig physisch aufeinander Einfluss nehmen. Das heißt, sich gegenseitig auf den Kopf springen, aufzuheben und so weiter, geht nicht mehr. Stattdessen laufen die Figuren einfach durcheinander durch. Der Gedanke dahinter ist, dass das Spiel nur positive Gefühle fördern und man eben nicht mehr dazu animiert werden soll, sich gegenseitig zu ärgern. Auf der einen Seite ist das verständlich, gerade mit Blick auf jüngere Spieler. Auf der anderen Seite waren diese kleinen Gemeinheiten durchaus ein wichtiger Part des Spielspaßes in den letzten paar Mario-Koop-Hüpfern. Ziemlich verwirrend wird es beim Online-Koop, den wir in einer für die Teilnehmer beim Anspielen zurecht gefakten Session auch schon ausprobieren konnten. Da können 12 Teilnehmer auf einmal ran, aber nur 4 auf einmal pro Level. Oder so. Auch sieht man die anderen Spieler nicht, sondern nur ihre Geister und man kommuniziert mit Emoticons und indem man spezielle Tafeln setzt, die einem wiederbeleben, wenn man getroffen wurde. Man kann die Welten auch völlig unabhängig von den anderen Teilnehmern betreten und ist nicht an deren physische Nähe gebunden. Warum man dann überhaupt zusammenspielen soll, ist uns noch nicht so ganz klar. Das ganze System wirkt unnötig kompliziert und furchtbar verkopft. Mag sein, dass uns die Genialität dahinter erst bewusst wird, wenn wir etwas länger ran dürfen. Bisher scheint es aber so, als hätte man auf Zwang ein System basteln wollen, das das direktere, simplere und gut funktionierende Online-Konzept der letzten paar Hüpfer ändert, weil halt. Auch hier zielt man wohl auf Zugänglichkeit ab. Wir sind aber sehr skeptisch, ob der Plan aufgeht. Davon ab sind wir von Super Mario Bros. Wonder bisher aber sehr, sehr angetan. Am Ende des Tages ist es halt doch einfach Mario und sogar das schlechteste Mario Jump'n'Run ist noch immer besser als die meisten anderen Genrevertreter. Und wir gehen davon aus, dass Wonder alles andere als ein schwacher Mario-Hüpfer werden wird. Im Gegenteil. Hier scheint so viel Herz, so viel Mühe, so viel Kreativität drin zu stecken, dass wir schon jetzt fast sicher sind, dass wir einen weiteren zeitlosen Klassiker spendiert bekommen werden. Ob wir mit dieser Einschätzung richtig liegen, erfahren wir schon bald, nämlich am 20. Oktober 2023. Dann erscheint Super Mario Bros. Wonder exklusiv für die Nintendo Switch.